Blub blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hoi 4 Old World Blues, wo es der Weiß Royalty an den Kragen gehen wird. Rio Technate breitet sich weiter aus, hat den gesamten Süden mittlerweile gesichert. Ich habe keine Ahnung, warum hier Rio Chapter Truppen. Ich habe die doch disbanded. Aber sie wussten wahrscheinlich nicht, wo sie hingehen können. Das ist alles, was im Rio Chapter noch übrig ist. Das ist ein Bug. Ja, das ist ein ziemlich bescheuerter Bug sogar. Naja. Ja, Rio Technate. Wir waren vorher die Republic of Rio Grande. Wie auch immer du das in Englisch sagst. Wieso kein Englisch, also von daher ist es ein bisschen blöd, ne? Wir machen immer noch plus in Bottle Caps 1,41. Obwohl wir eben die Tank Battalions umgebaut haben. Oh, wir müssen wieder... Oh, Deputies lobbyen, wirklich? Haben wir da Support verloren oder was? Ich kann es nicht nachgucken, wir haben keinen Senat. Also wir können zumindest nicht sehen. Korn können wir auch nicht mehr viel, denn das Problem ist, wir brauchen asozial viel Energie dafür. Für jeden weiteren Start. Vielleicht kriegen wir noch einen hin. Wir haben momentan... wie viel Energy Production? 1229. 1233 haben wir. Also dieses From, was da steht. Okay. Ich meine, wir werden niemals mehr... Wir haben so viel Energie. Wir werden niemals Probleme mit Energiezellen haben. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Was okay ist. Problem hatte ich noch nie, dass ich zu viel Energie habe. In diesem Spiel. Bin ich auf jeden Fall dafür. Ah, kriege ich keine Energie, wirklich? Aber ist egal, wir werden trotzdem unser gesamtes Land hochgradig infrastrukturell ausbauen. Wir bauen Autobahnen, Leute. So muss das. Läuft. Nur Autobahnen überall. Okay, wir bereiten uns auf die Vice Royalty vor. Ja, es ist ausgelaufen. Ich hab's jetzt eben auch noch gesehen, ne, beim Switchen des Parts. Sorry, ich bin doof, aber passiert. Ja, das hier forschen wir noch, was können. Danach wird es eh alles auf... Nur noch auf Air. Nur noch auf Wassergedöns gehen, auf Schiffe und so ein Blödsinn. Wir haben fast 600 Fabriken, das ist richtig krass. So viele Arms-Workshops, ich weiß gar nicht, was ich mit den Dingern machen soll. Wir haben 80.000 Manpower, weil ich aufs höchste Manpower-Lore endlich gegangen bin. Die Protectrons brauchen wir nicht, die braucht kein Mensch. Wir müssen immer noch eine Menge upgraden. Das ist krass, obwohl wir so viele Fabriken dahinter stehen haben. Wir können es auf 10 erhöhen. 2, 4, 6, 8. Wir haben 80 Fabriken nur auf Pulse Energy Weaponry. Wow. Und die 15 Fabriken für Support Equipment sind ein bisschen viel. Hier bräuchten wir, also hier ist gut, dass wir noch ein paar mitnehmen. Hier ist auch gut, dass wir noch ein paar mitnehmen. Müssen wir nämlich jetzt alle upgraden. Das ist der beste Missile Launcher, den wir jetzt haben. Wir können Flamethrower und sowas noch upgraden, aber das würde wahrscheinlich unsere gesamten Ressourcen fressen. Wir haben nicht so viele Advanced Components und Composite Materials und die würden das alles fressen. Vielleicht für bessere Flugzeuge. Das wäre vielleicht noch was wert. Das wäre was wert. Unsere Efficiency ist 85%. Wow. Wir produzieren 85% schneller als normal. Und die Efficiency ist bei allem fast Maximum. Ne? Support Equipment brauchen wir ein bisschen. Und die Bomber. Stimmt, wir machen ja sogar Bomber. Wow. Okay. Ja, machen wir halt mal ein paar. Ist okay. Nicht, dass ich sie wirklich einzusetzen gedenke. Wir könnten einfach mal, weiß ich nicht, 50 Stück nehmen. Oh, wir haben Assault Airships. Really? Interesting. Einfach mal sagen, hier 25 Bomber. Blöd ist, dass sie, glaube ich, nicht so gut Ground Support geben können oder gar nicht. Doch, können sie. Close Air Support, nice. Strategic Bombing, wie immer, das alles kaputt hauen, bitte. Da auch. Läuft. Der Rest soll bitte stehen bleiben. Wir das brauchen werden. Ja, die kannst du auch kaputt machen, wenn du willst. Okay. Naval Striken kannst du auch. Port Striken will ich nicht. Training brauchst du auch nicht. Musst schon lernen. On the fly. Wir können bessere Hulls machen. Dann können wir die Schiffe verbessern. Jo, warum nicht? Habe ich noch nie erforscht in diesem Spiel. Das erste Mal. Aber ich habe auch nie so lange gespielt bisher. Und ich bin sehr froh, was unseren Progress angeht. Der ist ziemlich cool. No divisions. I don't care. Basic training. Who needs that? Yes. Subsidized research. Ein bisschen haben wir noch zu tun. Government bonds? Ich brauche die zwei Arms-Workshops nicht, ist das Problem. Nicht wirklich zumindest. Wir können nichts verkaufen gerade, ist ein bisschen schade. Kaufen gerade nichts, wahrscheinlich weil sie voll sind, ne? Okay. Das ist auch so ein Problem, wenn wir im Minus sind. Müssen wir echt aufpassen. Maximum Logistics hat eh bisher nur einer. Wir können Incinerators machen. Mehr Soft Attack. Ich bin für mehr Soft Attack. Generell mehr. Denn mehr Soft Attack heißt mehr brennende kleine Menschleins und mehr brennende kleine Menschleins heißt weniger, um die ich mir Sorgen machen muss.
Machen wir hier noch einen, damit wir die Produktion nicht verschwenden. Und dann nehmen wir eh die besseren. Hier können wir sogar Chip-Names nehmen. Cool. Hall of Gloria, das ist okay. That sounds so wrong. So bad and so wrong. Ich glaube, wir produzieren weniger Tanks. Wir produzieren mehr als genug. Stattdessen will ich mit Power Armor hinkommen. Irgendwas anderes, was wir weniger produzieren können. Nicht wirklich. APCs, maybe. Da sieht man mal, wie viele Fabriken auf Tanks sein müssen und wie viele nur auf APCs. So, du warst... Nur mal Jetfighter. Ja, können wir auch ein bisschen Erfahrung dran packen. Ich werde eh keine Varianten erstellen, glaube ich. Ist zwar ziemlich gut, aber braucht man nicht. Wir haben eine Menge War Support, aber sehr wenig Stability. Ich bin echt geneigt dafür, zu sagen, okay, switch mir den. Switch mir War Support in Stability um. Das ist total beschissen. Bringt mir nichts, weil ich habe schon Justified und das ist auch beschissen. Ich würde gerne Stability umswitchen. War Support in Stability, das hier ist totaler Mist, my goodness. Ja, das ist halt, die Ratio ist nicht gut. Aber ich werde wahrscheinlich das hier machen müssen, um ein bisschen mehr Stability zu bekommen. Das bringt eh nicht, also wird nicht so viel War Support wegnehmen. Okay, War Goal ist da. Wir sind ready. Conquer, do it, kill, murder, assassinate, I don't care. Just make a bleed and die. Ihr kommt hier runter. Ihr kommt hier hoch. Das hier ist nicht so cool. Das ist dumm. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich hier noch gar nicht zugewiesen habe. Ups. Shit happens. Genau, greifen wir das Forum an. Wenn wir das haben, ist eh vorbei. Meetings. Hier oben, meine getreuen Roboter, alles kill, murder, murder. Kill, murder, murder. Murder, kill, murder. Ich weiß nicht, warum ihre Truppen bei uns sind. Achso, weil wir sie überrennen gerade. Oh, die sind so schlecht, die Truppen, dass sie keine Chance haben von den Werten her. Wow. Ich meine, bei Tanks würde ich es erwarten. Unsere Tanks sind asozial gut. Ich meine, die haben einfach mal 40 Breakthrough. Und wie viel haben die? Die gesamte Division hat 345 Breakthrough. Da kommt mit Defense keine Chance. Ist vielleicht auch nicht das beste Squad, was ich hier gemacht habe mit dem Template, ne? Mit den APCs und so. Die geben aber sehr viel Defense und viel mehr Organization. Und ich dachte mir, ein bisschen mehr Organization tut den Dingern gut. Golden Home ist fast done. Problem ist, dass ich da dauernd über den Fluss gehe, aber das ist okay. Ja, also sie haben überhaupt gar keine Chance. Just murder, kill spree, death. Überall. Ihr beiden pusht jetzt hier lang. Okay. Jetzt fällt gleich das Forum und dann ist vorbei. Aber wir überrennen ja auch. Ich meine, schaut es euch an. Alles overrun. Wenn wir jetzt schauen, wir haben 74 Mann verloren. Die haben 28.000 Mann verloren. Das muss man mich auf der Zunge zergehen lassen. Der Krieg ist einen halben Monat dran und die haben 30.000 Mann verloren. Einfach so. Ups. Ich wollte nicht passen, ich wollte einfach beenden. Dann. Dankeschön, Vice Royalty. Erledigt. Das hier wird eine Pein. I'm afraid. Aber hier sehe ich drei gute Punkte, an denen wir angreifen können gegen Las Granjas. Hier ist ein bisschen eklig, aber sonst okay. Ich will nicht, dass die Schiffe in Gloria jetzt rauskommen. Ich will hier welche haben. Mach die in Los Mochis. Aber das ist gut, die besseren Schiffe werden wir dann dort bauen.
Haben wir noch nicht. Schade. Aber sobald wir das können, werden wir die da bauen. In Mochi Mochi. Apropos, wenn wir das vorhaben, sollten wir dort vielleicht auch ein bisschen mehr haben. Gut, das ist alles da. Jo, ja, also da sind wir super dabei. Infrastrukturmäßig läuft. Okay. Apropos hier unten. Da können wir nämlich jetzt noch mehr Energie rauspushen. Vielleicht dürfen wir noch was koren. Yay! Vielleicht kommen wir noch auf unsere 100.000. Wir haben 85.000, Mann. Alter, Vater. Also, ich will meine Hauptstreitmacht... War eigentlich noch ein besserer? Oh, hier geht's gar nicht. Oh, das... Oh, so viel kleiner Knittelfitz-Schiss, ne? Okay, hier sind zwei Stück. Dann werden wir eine Armee noch hier aufteilen. Bei Chihuahua. Chihuahua, wirklich. Ja, wir gucken, dass wir die hier aufteilen können. Wahrscheinlich werden wir hier oben auch noch eine verteilen müssen. Das mag ich nicht. Aber es wird so sein. So. Und die Verteidigungsarmeen, die müssen dann hier hin eine. Einfach nur Stellung halten. Und eigentlich kann ich hier oben auch noch eine mit hinpacken. Ne? Machen wir sie hier unten hin. So. Also du dahin. Die Hälfte dahin. Und nochmal die Hälfte dahin. Ist nicht gut aufgeteilt, aber ist mir egal. Brauchen wir dich? Brauchen wir hier unten. Ne? Die Hälfte von dir kommt noch dahin. So, das wird jetzt ein bisschen trickiger. Wen packe ich hier hin? Eine kleinere Armee. Euch. So, halbe halbe. Dann noch eine Hälfte dahin. Ja, es wird ein bisschen knapp. Ich brauche nochmal 6 Mann. Und zwar die 6 Mann von hier für da oben. Ne, ich brauche noch mehr. Oh. Okay, wenn ich euch eh nochmal auseinanderziehen muss. Machen wir das so. Dann brauche ich, glaube ich, eine etwas größere Armee hier oben. So, dann können wir später noch ein bisschen verteilen. Ob es steht schon mal jemand dort. Hier unten ist was auch immer übrig ist. Und hier nehmen wir ihn hin. Die ist nämlich ein bisschen größer. That should be it. Wir haben immer noch die blauen Leute dabei. Wisst ihr was? Von euch kommen ein paar Power Armor hier hin. Dann müssen wir nur noch sagen, hey ihr, nicht bitte da zum Kaiser, sondern einfach nur hier rüber. Do that. Sobald ihr könnt. Und ihr, I guess, almost the same, just do that. Nichts Kompliziertes, einfach machen und go. Oh, und wir sollten nebenbei auch mal ein bisschen justifieren. Das hätte ich eigentlich schon während des Krieges machen wollen, aber oh well, dann wäre es ein bisschen schneller gegangen. Ist egal, die 65 Tage halten wir jetzt auch noch aus und dann machen wir einen Kaiser kaputt. Wie lange brauchen wir da? Der ist immer noch im Krieg, by the way. 45 Tage, das ist nicht viel. Er hat... Foreign War Goal ist von der NCA drauf und der ist immer noch im Krieg. Also ich glaube, der Kaiser wird dann von der NCA weggepuncht. Wir müssen gar nicht viel machen. Das ist ein bisschen traurig, aber oh, ist halt so. Dann nehmen wir auch die Greek. Und den Schoner. So. Den Flamer können wir umändern. Sehr gut. Und wir sollten genug Ressourcen haben. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Wir haben so viele Ressourcen. Das ist genial. Hier. Katahal. Warte mal. Muss ich die nicht noch ein bisschen anschauen? Als Variant. Hier sind nämlich ganz andere Varianten. Das ist so kompliziert und doof gemacht. Seagull Scout, sowas können. Was haben wir hier noch? Light Wooden Gedöns. Mehr Paddle. Mehr Wheeler. Mehr Visibility, ne? Oh, da muss ich jetzt noch drüber nachdenken, was der Scheiß soll. Nee, wenn was so passt. Dann. Wir nehmen ihn. Mach so viel du kannst und deploy auf jeden Fall hier unten. Ich will hier unten auch ein paar haben. Navajo. Ich glaube, ein paar davon nehmen wir auch.
Weil da habe ich jetzt keinen Bock noch drüber nachzudenken, welche Rolle erfüllt dieses Schiff und ugh. Ein paar Strikecraft machen wir auch, aber wir machen hiervon nur, keine Ahnung, drei oder vier. Nur für ein bisschen mehr Meat on the Bones. Das ist nämlich das Problem, du kannst Schiffe nicht einfach upgraden. Jetzt wie bei Flugzeugen. Die beschissenen haben wir immer noch in Reserve. Oh. Flugzeuge, apropos. Robobrain, sehr gut, uns das auch gegessen. Hierhin. Alle. Achso, warte mal, das hier sind 250, ne? Ja, dann bomben wir euch halt von hier oben platt. Da, Big Bang, Bend Country. Die Hälfte der Fighter soll aber... Warum kommt ihr nicht bis da hoch? Angeblich kommt ihr dahin. Ach so, nur die Supply-Flugzeuge. Okay, dann bleiben alle hier unten. Das ist ja unschön. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir dann beim Kaiser ein bisschen mehr haben. Genau, ihr könnt da oben weggebombt werden. Vielleicht nehme ich die Hälfte von denen und packe die hier hin, damit ihr doch noch hier oben rumballern könnt. Und von euch die Hälfte, die auch hier hochgeht und ebenfalls dasselbe macht. Und vielleicht sollten wir echt ein paar mehr noch einsetzen, ne? Sollten wir sagen, hiervon hätte ich gerne noch ein paar. Das ist halt so anstrengend, deswegen mache ich das so ungern. Vor allem, weil ich denen wieder die ganzen Befehle geben muss und sowas. Oh, nehmen wir nur euch. Ihr deployt auch hier. Ich hätte trotzdem gerne nur euch. Ihr macht nämlich alles, was die anderen auch tun. Das hier ist halt nervig. Hier würde ich gerne Default, weil das hier würde ich nie mehr ändern. Das alles. Mehr will ich nicht. Ich mach's kaputt. Der Rest bleibt stehen, bitte. Okay. Fighter-Unterstützung haben wir auch. Hier hinten haben wir keinen, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Da müssen wir nur darauf warten, dass wir angreifen können. Rennen über die drüber, weil die sollten absolut mega inferior sein. Sag mir wieder, dass es so ist. Es sind ein paar Straits, ne? Und Division is preparing, okay. Keine Ahnung, warum nicht alle von dem Plan was mitbekommen, aber ist okay. Wahrscheinlich müsste ich für jede Front hier einen erstellen, ne? Für jede noch so kleine Front, und das ist ja super nervig. Da ein paar mehr. So. Seid ihr zumindest ein bisschen ausgeglichener. Jet Attack Plane. Und ihr kümmert euch. I don't know. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Ein bisschen Raider wäre nice gegen Kaiser, aber auch irgendwie unnötig. Ja, ein bisschen mehr Superiority. Schauen wir mal, ob wir die guten Fighter auch machen können, alle. Ohne, dass wir in Supply in Mangel kommen. Aber anscheinend geht's. Anscheinend ist es kein Problem. Mehr outdated Equipment verkaufen. Ja, wir machen mehr Bottle Caps, das ist gut. Das liegt daran, dass wir jetzt so viel eingenommen haben. Das ist natürlich als Bevölkerung, die uns bezahlt, tax-wise. Und wir kriegen, wow, jeden Monat 6.500 Mann recruitable. Das ist richtig viel für diese Mod. Wow. Finde ich mega geil. Es macht gerade einfach voll Spaß, wenn man endlich mal ein bisschen Macht hat und ein bisschen was tun kann mit den ganzen Leuten. Wenn wir direkt Chihuahua einkesseln können, wäre das schön. Ich glaube nicht, dass wir es einkesseln werden, sondern einfach durchrennen. Und ich glaube, wir rennen durch die einfach alle durch. Wie viele Leute habt ihr? Also um die 8. 8 pro. Das ist noch nicht mal eine volle Combat Width. Und ihr habt Milizen. Also ganz ehrlich, Milizen. Das sind 6. Das sind 4 Milizen pro Squad. Da rennen wir einfach durch. Bei denen. Ihr habt echt beschissene Templates. Wow. Richtig beschissene. Wie sieht es mit der Power Armor aus? Ja, wir upgraden. Sehr gut. Wir haben also genug. Bisschen mehr wäre allerdings noch gut. Sentry Bots. Ja, wie gesagt, wir können Richtung Robo Brain gehen, wenn wir das wollen. Aber die zählen auch als schwer. Wir können beide produzieren, ist das Ding. Das wäre vielleicht sogar ganz nett. Trotzdem wird es natürlich ein Squad schwächen. Können wir leider noch nicht erhöhen. Das sieht so geil aus, finde ich. Das sieht so mega geil aus. Können wir verbessern? Ja, auch hier könnten wir... Oh, Rely on Robots.
Kriegen wir. Oh, mehr Weekly Manpower. Weekly Manpower, nicht Monthly. Wow, okay. Das ist cool. Weil wir eine Robotic Nation jetzt sind. Interesting. Ja, aber die minus 2% Non-Core Manpower sind scheiße. Robco Assault schon. Haben wir den auch erledigt. Gesamte Robot Tree ist fertig. Wir wechseln jetzt auf Land Doctrine. Auf die Refined Warfare Doctrine. Ist mir egal, dass die jetzt. Oh. Haben wir for free bekommen. Toll, dafür habe ich XP ausgegeben. Wop, wop. Jo, sonst ist hier alles eigentlich passend. Wir könnten die besseren Aeronautics nehmen. Ich glaube, nee, die können wir nicht, die Arc-Jet Systems. Aber wir können die nehmen. Und ich glaube, das machen wir auch. Weil für den Moment hilft es uns. Wir können es ja jederzeit ändern. Justification ist finished. Hallo, Freunde. Tschüss, Freunde. Murder, murder, kill, kill. Do it now. Ja, schau mal, wir rennen einfach nur durch. Das ist so pervers. Wir sind immer noch auf aggressiv. Verteidiger will ich jetzt nicht auf aggressiv stellen. Aber auch die. Guck mal hier. Zap. Problem ist, dass wir dann hier wieder Fronten haben, aber ist wurscht. Ja, guck mal, selbst hier sind wir durchgebrochen. Wow. Direkt nach Tierra City. Wir können hier noch hoch. Einfach hier alles einnehmen. Ganze Küste lang. Oder beziehungsweise ganze, ja, Flussküste, ne? Hier rennt auch Puerto Libertad. Zumindest die Hälfte. Die anderen rennen einfach mitten in den Weg rein. Je mehr Front die haben, desto schlimmer und unorganisierter werden sie. Wir haben die Numbers. Ja, nicht wirklich, aber wir haben trotzdem bessere Truppen und genug Numbers. Und damit haben sie keine Chance. Naval Invasion, willst du mich verarschen? Hier hinten. So, müssen wir unsere Verteidigungstruppen ein bisschen abziehen. Brauchen sie theoretisch eh nicht mehr. Unsere Autos rennen da allein schon durch. Voll gut. Wir haben echt Naval Invasions. Im Bend Country. Hier, ihr könnt zumindest mal Convoy Raiding machen. Oh, ich hab gar keinen Commander. Interesting. Du. Nicht Convoy Escort, ich will Convoy Raiding. Okay. Wow, haben wir viele Schiffe noch rumhängen einfach. Müssen wir mal zusammenpacken. Ihr könnt dann aber auch schon mal Convoy Raiding machen. Hier und hier. Und hier. Nicht gerade die Efficiency, aber das wird hoffentlich noch werden, wenn wir da ein paar mehr bei haben. Ah, there they are. Der ist nicht gerade der schnellste, ne? Vielleicht sollen wir lieber dich nehmen. Ah! Oh. Okay, ihr habt ein bisschen Navy, sehe ich gerade. Oh, und ihr habt 6 Prides of the Fleet. Wie auch immer das funktioniert. Ah, hier haben sie sich hingepackt. Okay. Hier sind sie angelandet. Panzer, Regel. Hier Regel. Ihr fallt hier ein. Die Hälfte von euch dahin. Ja, die Schiffe sind dead. Wow, die Schiffe sind so dead. Obwohl, ne, die ziehen sich nur zurück, ne? Ja, aber das, der Konvoi wird die alle killen. Da kommt keiner durch. Hier haben sie ein bisschen sind sie angelandet, okay. Aber das kriegen wir schon in den Griff, hoffe ich. Es wird euch eh nicht viel bringen, ihr Narren. Okay. Renn bitte da rein, damit die auch weg sind. Das ist gefährlich da oben, da müssen wir was tun.
Bessere Arm Crafts. Bessere Propulsion. Aber es war ja auch ein Move, der war total hirnrissig eigentlich. Puerto Libertad haben wir. Das haben wir auch schon. Okay, sind wir völlig unterlegen. Sehr gefährlich, müssen wir aufpassen. Ihr kommt bitte hier hin. Wounded, I don't care. Really, 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 really don't care. Ist nur einer meiner Generals. Das, warum soll mich das stressen, wenn du verwundet wirst? Mir wurscht. Und ja, das ist ein bisschen hirnrissig, I know, aber ist mir egal. So, ihr geht dahin. Anscheinend haben wir es in den Griff bekommen. Somewhat. Unsere Schiffe sind zerstört worden, wie es aussieht. Ne, ein paar sind noch da. Geht immer hier hin. Noch reparieren. Die haben es wahrscheinlich für Repair aufgeteilt. Das ist okay. Du bist auch erledigt. Schön. Wird die Front kleiner. Hier machen wir die Front jetzt auch ein bisschen kleiner. Sehr gut, ihr seid schon dabei. Ich muss ja gar nichts tun. Super. Ja, hier unten sind sie dran, aber... Könnt ihr versuchen, hilft euch nicht. Sie sind halt schon recht groß vom Land, ne? Vom Landstrich her, den wir hier erledigen müssen, aber... Rot kann auch mal angreifen, würde ich sagen. Jo, hier, Bast läuft. Abrinder, da. 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 Achso, oh, ihr habt hier Spaß. Was ist denn da los? Was habt ihr denn da wieder machen lassen, ihr Penner? Ich hab die nicht richtig aufgeteilt, wahrscheinlich, ne? Ups. Das ist okay. Ja, du kannst weiterrennen, das ist gut. Kriegst Unterstützung da oben. Ich will El Mesquite haben und ich will da oben hin. Nuevo Galina. Galliana. Entschuldigt. Ja, ihr rennt wenigstens gut los. Das hier ist auch unsere Front. Also da will ich das auch erwarten. Mit ein bisschen Glück habt ihr hier jetzt ein paar zum Killen gefunden. Was nice ist. Ja, das haben wir in den Griff bekommen. Ihr könnt wieder zusammenkommen. Haben wir noch jemanden hier für euch? Ja, dann wirst du das halt. Ist auch okay. Hast du irgendwie Spaß? Ja. Ihr solltet aber groß genug sein, um alles zu killen. Bitte hier kaputt machen. So. Das Dumme ist, ihr habt jetzt alle eure Front verloren. Das ist nicht so cool. Gente City. Ja, wir haben ihre Hauptstadt eingenommen. Das ist nice. Ich weiß, dass der Push da nicht so viel bringt, aber ist okay. Dafür haben wir hier ein paar gekillt. Noch nicht zumindest, noch nicht ganz. Ja, also, ganz ehrlich, Las Granjas ist gleich tot. Wie lange braucht ihr noch? Wir haben 1000 Mann verloren, ihr habt 25.000 Mann verloren. Das ist eine Ratio, die lasse ich mir gefallen. Vor allem, wenn ich fast 90.000 Mann in der Bank habe. Ja, auch das hier ist einfach nur mega nice. Go! Push, push, push. Dreckigen Naval Invasions Penner, ey. Du kannst dahin. Sehr schön. Einfach das Auto fährt los und los und los. Super, mega gut. Wollen wir hier noch hochpushen? All Aircraft gain range. Yep, danke. Wir sollten auch genug für dich haben. Das kennt man voll, das Ground Attack Airplane. Wunderbar, wie wär's, wenn wir hier kurz punchen? Und hier eine kleine Pocket aufmachen, die wir dann schließen können. Also Pocket zumachen eher, die wir dann richtig zumachen. Irgendwo Löcher in unserer Line? Not really.
Wir rennen nicht da durch. Jetzt können wir da durchrennen. Ah, hier haben wir ein Loch. El Muelle haben sie sich wieder geholt. Okay. Sollte sie jetzt wieder schließen. Von selbst praktisch. Unsere Löcher sind selbstschließend. That sounds wrong. Da machen wir dicht. Dann sind die auch tot. Ja, aber unsere Line rennt so schnell voran, dass wir kaum selbst hinterherkommen, ist das Problem. Das einzige Problem. Sehr schön. Mehr Crap, mehr Crap. Hab ich eh mehr als genug von, ne, von den Teilen. Ich brauche die hier, die Advanced oder die Composite Materials, aber die Electronics, pff, davon habe ich Millionen. Okay, 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 okay. Hier können wir auch voll machen. Sorgen wir dafür, dass wir irgendwie noch einen durchgehenden Dings haben hier, damit was passt. Denn ich will beim Kaiser komplett voll sein damit. Sehr gut. Las Granjas. Take all states. Alter, Verwalter ist das viel. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht einfach alle nehmen darf. Pass, 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 pass. Weil ich bin eh der Einzige, der hier dran ist, ne? Bisschen, immer schon ein bisschen dumm gewesen. So. Biotechnate took everything. Every freaking thing. Passt. Das wollen wir alles haben. Hier können wir noch ein bisschen mehr Supply Lines aufmachen. Und im Endeffekt will ich eh hier alles auf Maximum haben, weil ich es kann. Und weil ich dort schneller Generatoren bauen will. Ganz einfacher Grund. Hier genauso. Wir werden jetzt einfach alles da reinpushen. Wir haben genug Kapazitäten, denke ich. Wir sind auf jeden Fall eine Robotic Nation. Mit dem ganzen Infrastruktur, die wir haben. Mein Gott, wir sind die most advanced nation in the freaking universe momentan. Ihr dafür haltet an. Haltet an. Ich will euch alle im Port sehen. Und ich hoffe noch im Homeport. Also ja, geh nach Gloria. Geh bitte auch nach Gloria. Ja, repairing Gloria, das ist gut. Ihr könnt ja alle nach Gloria, weil das zu klein ist. Aber ich will euch alle kombinieren, verdammt. Okay, Naval Base in Gloria. Oh mein Gott, haben wir viel zu reparieren und Zeug. Naval Base in Gloria muss hochgepusht werden. In Fort Stockton könnten wir noch ein bisschen mehr machen. Hier im TEA vielleicht. Dann sind die direkt aneinander liegend. Unorthodox Interception Routes und Detection Avoidance. Sehr gut. Das wird die. Wow, ich habe echt alles in Produktion. Krass. Und jetzt haben wir auch mehr als genug Power Armor. Uns fehlt es an nichts. Das sage ich sehr gerne in diesem Spiel. Uns fehlt es an absolut nichts. Gleichzeitig können wir hier ein paar Schoner machen. Endlich mal ein bisschen Air Dominance Power hier. Hat das funktioniert? Navajoa, ja. Soll nicht mal Navajos, Navajoa, Navajos weiter links. Weiter im Westen. Bricks haben wir noch keine. Und ihr macht davon so schnell wie geht. Jeweils drei, ich denke, wir werden die ein bisschen schneller noch verbessern. So, da weniger Probleme mit haben. Okay. Wie sollte denn Mochi sein? Warum seid ihr denn hier Mochi? Warum seid ihr Navajoa? Ich wollte sie nach Mochi packen. Interdictorship. Okay. Das ist der nächste mit dem nächsten Namen, sehe ich schon. Mochi, Mochi, Mochi. Mochi, Mochi, Mochi. Läuft. Alle dahin. Das sind nicht die mit meinem General. Oder was auch immer. Oh mein Gott, ist der Typ hin, ey. Wo ist der? Ich hab dir gesagt, du sollst anhalten, ne? Ist dir klar. Geh zum Homeport, du Dummbeutel. Ich verstehe es manchmal nicht. Okay. So, nachdem das hier gegessen ist, das hier ist unsere Hauptfront. Nebenfront. Okay. Nebenfront.
Und unsere Defense-Armies können wir auch noch irgendwo hinpacken. Vielleicht machen wir hier die Defense hin. Hier machen wir die Defense hin. Das ist eh sinnlos. Gut, dann nehmen wir die wieder weg. Und sagen, diese Army kommt hier hin. Und diese Army kommt ebenfalls hier hin. 60 Divisionen. Was haben wir hier? 77 Divisionen. Perfekt. Jetzt solltet ihr vielleicht nicht mehr ganz so brutal vorgehen. Aber ich will, dass ihr noch Flagstaff reißt. Und Caesar zeigt, was Sache ist. Außerdem machen wir hier noch eine zweite Frontlinie hin. So, für euch, damit ihr auch was zu tun habt. So. ASAP. Ich glaube, wir haben auch nichts, was hier... Hier haben wir ein bisschen was, was wir verteidigen müssen. Aber das ist okay. Oh, wir haben hier jemanden verloren. Das ist nicht cool. Wann ist das denn passiert? Da müssen wir irgendwo abgeschnitten worden sein oder sowas. Nehmen wir einen von dir und packen den hier mit rein. Und ich würde sagen, das machen wir auch, dass wir einfach sagen... Hier und hier. Und wir nehmen von dir zwei. Und nochmal zwei und packen die einfach hier hin. Dann passt das auch. Dann Verteidigungsarmeen, ihr beiden dorthin. Euer Ziel ist, gar nichts zu tun für den Moment. Hier kommt keiner hin, das ist gut. Loving it. Unser Hauptangriffsziel wird Flagstaff sein. Der Rest wird verteidigt und das passt schon. I hope. Was wir aber brauchen ist meine Navy und deswegen will ich die jetzt endlich zusammenlegen dürfen. I hope. Irgendwie nicht. Okay. Ich kann nicht zumindest zusammenlegen. Aber wo ist unser Chef? All deine Flotten müssen mit dir hochkommen. Okay. Er hatte noch Gebiete hier, ist das Problem. Die er versucht hat zu schützen oder was auch immer. Und das ist nicht gut. Kommst du, Penner, jetzt auch nicht hier hin? Nö, aus irgendeinem Grund will er nicht. I have no idea. SCRG und H bringt's halt auch nicht. Und ich kann die nicht hinzufügen. Oh well, who cares? Kaiser ist dran, Leute. So, das hier ist nämlich echt gut. Mehr Speed. Die Training Time ist mir gerade voll egal. Hier können wir weitermachen. Tugboat. Nuclear Hydrojet, warum nicht? Free Dockyards, who cares? Haben wir neue Schiffe? Nee, noch nicht wirklich. Oh, ich werde gerade angerufen, Leute. Einen Moment. Wahrscheinlich Manny eher die Barbecue. Nehmen wir lieber die. Ja, gut, aber na, nehmen wir nur Barbecue. Ist schon okay. Gut. Dann vielen Dank. Ja. Okay. Vielleicht noch ein paar Semmeln. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Ja. Und, oh, doch eine Sache fällt mir ein. Ist nämlich leider schlecht geworden. Vielleicht noch ein Pack Brot. Dass wir da zumindest was für ein bisschen länger haben. Ja, genau. Einfach geschnittenes Brot. Ne? Ganz normales Bauernbrot oder sowas. Das ist immer ganz gut. Ja, genau. Super. Gut, vielen Dank. Das wäre dann hoffentlich alles. Bis. Ja, haben wir auf jeden Fall noch. Dann bis später. Und tschüss. Okay.
So, entschuldigt Leute. Kurzer Anruf. Passiert. Machen wir weiter. Military Factories. Ich glaube nicht, dass ich mit denen wirklich noch was anfangen möchte. Wir haben so schon Ressourcen nicht so geil dabei. Ja, vielleicht können wir ein bisschen mehr Robots dazu packen, aber auch das sehe ich nicht wirklich. Sehe ich alles nicht so wirklich gerade. Ich meine, Tanks haben wir bis zum Sanimelines-Tag genug. Man könnte argumentieren, ein bisschen mehr Robot-Production, aber auch das. Mm-mm. Aerial Refueling für mehr Range. Richtung Jet-Bomber. Ich weiß nicht, warum... Achso, geht noch nicht, weil das... Dreamlifter, I like it. Geh mal ein bisschen Richtung Blimps. Ich will mehr Reliability. Helium ist besser als Wasserstoff. Wir wissen ja, was bei Wasserstoff passiert. Ich meine, Helium ist auch brennbar, aber hoffentlich nicht so stark, nicht so schnell. Wir müssen gucken, dass hier die Sachen passen. Golden Home waren wir da nicht gerade? Brauchen wir mehr für den Kaiser auf jeden Fall. Also das hier. Punto. Auch. 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 Wir dürfen alle was dazu packen. Und wir hoffentlich eine durchgehende Linie haben. Okay. Das soll jetzt hoffentlich ein bisschen besser passen. Oh mein Gott, haben wir viel. Wir haben 250 Fabriken? Nur 6 davon sind für Civilian Goods. Ja gut, ich meine, theoretisch ist Infrastruktur auch für Civilian Goods in Friedenszeiten, weil Infrastruktur hilft ja den Civilians genauso. Du hast eine Menge Truppen, aber keine Manpower. Das heißt, ich werde theoretisch einfach durch dich durchrennen können. Ein paar mehr Airplanes wären gut. Haben wir das durch irgendwas bekommen? Es kann sein, dass wir es erobert haben oder sowas. 50 davon. Und... Denn ich kann, glaube ich, sagen... Select one or two airings at the same type in the same airbase oder not exile, bla bla. Okay. Können wir machen. Nehmen wir nochmal ein paar. Ach so, reorganisieren. Okay. Ja, 50er werden schon passen. Ihr sollt... Die haben ziemlich viele. Eigentlich könnt ihr auch Naval Strikes durchführen. Okay. Ihr geht hier hoch. Ihr hier... Ich weiß nicht, wo ihr herkamt. Oh, sind gute. Das sieht aus, als wären die von der Bruderschaft gewesen. Nee, das sind meine, glaube ich. Nur meine nur für gerade da. Bomber. Ja, bombt mal hier ein bisschen. Bombt Flagstaff. Ihr habt genug Reichweite. Außerdem ein paar mehr Transportgleiter. So. Warum habt ihr überhaupt gar keine Reichweite? Das Tugboot ist fertig. River Barge. Wo sind die hin? Ah. Ihr könnt mit hier hinkommen. Und habt hier in Arizona Spaß. Ja, wir werden hier schon durchkommen, sondern Arizona wird sein. Wo sind meine Planes? Wo sind Transportgleiter hin? Cargo Planes.
Mehr davon. Ich könnte die auch nutzen für Airdrops, aber ganz ehrlich, ich bin von Airdrops abgekommen, als es mich mal meine Gesamttruppen gekostet hat. Ich glaube, Night Bombing Penalty nehme ich weg. Das ist nice. Haben wir hier. Doctrine dauert noch. Selling. Ein bisschen was für den Notfall in Reserve haben. Jetzt könnte ich auch wieder die Sachen machen. Ich glaube, wir machen auch ein bisschen was davon. Hat jetzt wieder 100 gekostet. Mehr Deputies. Wow, dass ich die schon wieder die ganze Zeit auf meine Seite bringen muss, finde ich ein bisschen heftig. Vor allem, warum muss ich's? Hier will ich ja standhalten. Warum muss ich es? Denn eigentlich sind die Deputies egal geworden. Wir sind autokratisch. Wir haben nicht mal mehr einen Senat. Wir haben nicht mal mehr einen Senat. Wir haben wie viel Energie? 1600. Das könnte reichen, um uns das eine hier noch zu holen. Nuclear Hydrojets. Dann ja, nehmen wir mal den Chrom hier. Jetzt Leon. Hier. Das haben wir schon. Puebla City. Könnte noch gut sein. Nee, 1920 und wir haben 1700 knapp. Mexico City. Auch nicht so viele Leute. Puebla City ist weit besser. Wenn wir es schon holen wollen. Hier müssen wir ein paar unsinnige States claimen, ist das Problem. Da bin ich den Naval Port erwischt. Das gehört bereits uns. Gibt es hier ein paar gute zum Claim? Auch nicht wirklich, ne? Nee. Das ist echt alles Shit. Im Süden, da sind die Menschen. Das ist voll krass. Okay. Der Dschungel scheint wirklich gut und einfach zu sein. Also gut zu sein, um einfach zu überleben. Interesting. Ja, der hat volle Combat-Width. Okay. Aber wir haben per se keine Probleme mit Supply. Was sehr nice ist. Nee. 83 von 129, 23 von 128. Alles gut. Hier wird es ein bisschen eng gerade, aber da sind nicht so viele Truppen. Vielleicht sollte ich langsam auch mal justifieren gegen den Kaiser. Ich frage mich die ganze Zeit, was ich hier noch machen soll. Und, ja. Nix. Sind alles schon da. Perfekt. Sind sogar alle schon full planned, ne? Yeah, nee, ist immer noch die Preparing. God damn it, Game. Keine Ahnung, warum manche nicht preparen wollen. Und 25 Tage geht voll schnell. Und dann wird der Kaiser fallen, der Dreckige. Der hat 200 Truppen jetzt. Ja, nicht ganz. Irgendwas dazwischen, 180 oder so. Wir haben mehr. Okay, ich denke, Marching Fire wird es sein. Mehr Breakthrough. Obwohl das auch geil ist. Das ist wirklich geiler Bonus. Aber wir gehen voll auf Breakthrough. Scheiß drauf. 128 Tage noch mit Experience, die wir dafür einsetzen. Richtig heftig. Na gut, ich meine, wir haben einen ganzen Tree damit sitzen lassen. Ist vielleicht nicht die beste Wahl. Oh, ich habe den auch komplett verloren. Wow. Dafür habe ich nur den ersten bekommen. Das ist ja fies. Den gesamten Tree verloren direkt. Ich könnte nicht mal wieder zurückswitchen. Hätte den Progress. Nee, nee, der ist komplett weg. Krass. Aber ja, das hier ist definitiv der beste Tree, finde ich. Obwohl Automated Warfare, wir sind eine Robot Nation, ne? Aber ganz egal, ich will meine Power Armor pushen. Power Armor ist geil. Aber eigentlich ist es die gesamte Armee, die wir ja pushen mit mehr Speed und allem. Und wir können es gebrauchen, denn unsere Roboter sind fucking langsam. Freaking langsam. Du solltest eigentlich voll Power Armor sein, aber ganz ehrlich, Power Armor und Tanks. Besseres gibt's eigentlich nicht. Also Tanks haben 300 Breakthrough, Power Armor hat 200 Breakthrough. Also so, ja, so viel weniger ist es nicht. Gut, wir haben ja auch nicht so viele Tanks, wir haben ja viele APCs da drin. Ne? Und wir haben noch nicht APCs voller Forge noch dazu. Sehr gut. Goodbye, Kaiser. Es wird Zeit. Alles grün. Alles grün. Two Suns. Das ist was. Na, ist auch nicht gut. Ich habe gedacht, hier sind mehr Leute. Das sind auch kaum Leute. Flagstaff. Sag ich mal, Flagstaff würde sich lohnen. Bis wir da hinkommen, bräuchten wir 10.000 Strom. Selbst hier könnten wir locker durchrennen.
Non-Aggression Pact mit der Mojave Brotherhood. Ja, I guess. Und mit der Western Brotherhood. Ja, I guess. Ich würde so gern mal einen erfolgreichen Run mit der Western Brotherhood. She hat die Western Brotherhood erledigt. Wow. Brotherhood, ihr seid Idioten. Ihr habt die komischen Chinesen und Japaner losgelassen. Ich weiß nicht, was es sind. Komischen Asiaten sind alle unterwegs gerade und hauen uns an tot. Super. Normalerweise hat die Brotherhood die Möglichkeit, die zu erobern. Oder halt zumindest auf ihre Seite zu bringen. Man kann mit den Friedenspakt schließen, da kriegt man die geilen Chi-Fighter. So, Kaiser, da verlierst du eine Menge Truppen. Hab ich gehört. Gott, die können gar nichts. Guck mal, wie mächtig Rio geworden ist. Jetzt kommen die Roboterarmeen hinterher. Leute, ihr habt das falsch verstanden. Die Roboter müssen vorauslaufen, nicht hinterher. Ist das Ding. Okay. Keine Ahnung, warum er nicht. Ganz ehrlich, weg damit. So. Ihr seid in Gloria. Ihr seid alle in Gloria. Bam. Balance the shit out of them. Großartig. Riesige Strike Force, sehr gut. Dann könnte ich es für alle machen. Ihr sollt einfach nur alle Konvoi raiden. Okay, alle in dem River Konvoi Raiding. Läuft. Oh, ich komme doch bis hierhin. Dann könnt ihr das ja gleich mitnehmen. Okay. Ihr kommt echt bis hierhin, wow. Läuft. Ja, hier sind ein paar Tote zu beklagen. Wir haben... Oh, guck mal, die Brotherhood of Steel hat sogar nur 800 Mann jeweils verloren. Beide. Wo sie halb hin ist, aber nicht durch den Kaiser. Wir haben 260 Mann verloren, er hat über 50.000 Mann verloren. Ja, ja, ja. I think we beat the game. Der Kaiser und die NCA sind die schwersten Gegner und ich glaube, die NCA werden wir genauso wegfetzen. Dead. Oh, ist das schön. Ich habe keine Ahnung, warum ich euch da hinten mitgenommen habe, aber ist okay. Können wir gern so machen. Ganz ehrlich. Jetzt kann niemand was entgegensetzen. Rennt. Rennt, wenn ihr könnt. Wenn ihr könnt, so schnell ihr könnt. Just go. Murder, murder, murder. Jetzt die Verteidigungsarmeen machen das. We pass. Red Sun City wenigstens bevölkert. Die haben echt nichts. Kein Wunder, dass man hier oben... Also je weiter man in den Nordwesten kommt, desto weniger Bevölkerung hat alles. Hier setze ich auch immer noch ohne, ne? Ja, nicht ein Mann. Zur Verfügung. Okay, Infantry Technology Research. Was wir nicht mehr researchen können. Großartig, hat sich ja voll gelohnt, danke. Wrestling Matches. Report on Legion Atrocities. Yes, baby, yes. Mehr Stability, mehr War Support. Oh yeah. Subsidized Research, auch noch gleich. Wir haben eh nichts mehr, was wir damit anfangen können mit unseren mageren politischen Gedönsen hier. Einfach nur, wir werden einfach nur Map painten gerade, ne? Das ist voll gut. Ich brauche nichts machen, hands off. Und wir haben keinerlei Probleme damit zu gewinnen. Ich werde keinen Mann verlieren. Obwohl ich nichts tue. Wie viel haben wir im Plus? Gut, ich glaube, jetzt werde ich ihn zumindest aufstocken mit normaler Infanterie. Eigentlich mit Power Armor, warum nicht? Wir brauchen 6. Sie sind jetzt schon gespalten. Sehr gut. Alle hier sind von Flagstaff abgetrennt. Voll gut dabei. Was haben die mit Christus? Ja, die Übergänge sind ein Problem.
Das hier ist allerdings extrem cool, weil ihr seid tot. Hardcore tot. Ihr könnt übrigens auch ein bisschen lackluster sein, sehr gut. Seht ihr eine Opportunity? Rennt. Nicht gehen, rennen. Future Air Force, da brauchen wir leider noch einen für, aber das ist geil. Air Attack, Agility, Ground Attack und Agility ist so gut für Fighter. Je mehr Agility man hat, desto leichter ist, fällt es ihnen zu entkommen, wenn jemand versucht, sie abzuballern. Und auch desto ineffizienter werden, glaube ich, Ground Defenses gegen sie, wie zum Beispiel Anti-Air. Der Kaiser hat angeblich auch ganz viele Flugzeuge, aber ich sehe davon nichts. Man verliert auch ein paar. Apropos Flugzeuge, vielleicht sollten wir damit auch mal... Arizona haben wir. Ich kann noch nicht wirklich mehr hochziehen, ist das Problem. Den Fighter Wing können wir hier hinpacken. Und hier mithelfen. Ja, das ist das Problem. Die Cargo Planes. Oh, Ultra Veterans. Wow. Hammer. Ich glaube, die brauchen eh nicht, ne? Die haben. Die haben die Reichweite. Bei denen ist es eher das Problem. Hier genauso. Deswegen gebe ich sie lieber Armeen. Deswegen sage ich lieber Volk der Armee, was ja auch möglich ist. Es macht es einfach so viel einfacher, ne? Muss man sich um nichts kümmern. Rennt mal Richtung Flagstaff. Oh! Oh, die Mojave schlägt zurück. Die Mojave Brotherhood, das Mojave Chapter schlägt zurück. Wow. Das habe ich noch nie gesehen, dass sie so lange überleben. Ist absolut unerhört. Aber ich will denen natürlich den Weg abschneiden. Ich will nicht, dass sie mein gutes Land hier einnehmen. Da die mehr verloren... Obwohl, die haben nicht mehr verloren als ich. Wir haben gleich viel verloren. Das heißt, wir werden gleich viel Punkte bekommen. Je mehr ich einnehmen kann... 80.000 Mann hat der Kaiser verloren. Alter Verwalter. Und der hat ein Manpower. Ein Mann, der die Front verstärken würde. Sagt, yo! Kaiser, ich bin dein. Aurelius Domfucius ist dein und wird helfen, die Feinde zurückzuschlagen. Die an der riesigen Front, ich alleine. Flagstaff wird leben durch mich. Wir können die Power Armor direkt in Flagstaff reinrennen lassen. Jetzt geht es eigentlich nur darum, dass ich möglichst viele Victory Points einnehme. Und wenn Flagstaff brennt, bin ich dabei. Roboter auch gleich in die Richtung. Coconino ist auch dann. Ja, ein Power Armor Bataillon nimmt alleine Flagstaff ein. Ich sehe es kommen. Ja. The fall of Flagstaff. The city of Flagstaff, long the seat of Caesar's absolute power, fell late last night to Rio Technate. Although Caesar stayed to command the defense until defeat was all but certain, even his military wisdom could not save the city surrounded as it was by Rio Technate's earlier pincer movements. Pincer movements. Ich habe einfach Bataillon hingeschickt. Fertig. Division. In his infinite wisdom, Caesar ordered a last stand commanding his elite Praetorian Guard to fire on any units that attempted to desert. Ultimately, the order only served to delay the capture of the city at large by a day. Although, even now, sporadic... Es war niemand in der Stadt. Sporadic fighting continues between invading forces and Praetorian Guard. Units hold up in buildings. Caesar's palace also appears to be still holding out, although this might shortly change when Rio Technate's demolition teams get into position. How did the Legion have this many slaves? Tja, die sind jetzt alle frei. Wir haben ihnen geschenkt eine Freiheit, die noch nie jemand gekannt hat. Skewer the Bull. As Rio Technate, control Flagstaff. Nice. Voll gut. Mehr Achievements! Achievements! Golden Valley will ich haben. Hol's dir. Wir können eh nix. Hol die Klingonen. Ach nee, Klingman. Caesar's Landing. Jo, hier alles. Damit die bloß nicht auf die Idee kommen, irgendwas meines Landes mitzunehmen. Und ihr könnt euch das hier alles holen. Ihr killt, bitte. Danke. Overrun, dead.
Ich glaube, Caesar hält nicht mehr aus, ne? Huh? Ja, ein bisschen noch. 73% towards Capitulation. Aber wir haben sogar das hier alles eingenommen. Nee, hier noch nicht. Aber wir sind dran. Hier ist, glaube ich, eh niemand. Ja, der hat einfach viel zu viel Land. My goodness, hat der viel Land. Bastion. Alter, hat der viel. Dog City ist das neue Capital. What the hell? Es wird hoffentlich jetzt alles unsers. Das wäre mega gut. Oh Gott, dann müssen wir erstmal gucken, wie wir unsere Supply Lines da hoch... Oh mein Gott, schaut euch das an. Das ist wirklich ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Wenn wir unsere Supply Lines hier hochbringen, wird dann wichtig. Flagstaff ist wieder eingenommen worden. What? Schick die Roboter rein. Mehr Roboter von allen Seiten. Dann, Flagstaff ist unsers für immer. Invite to the Brotherhood of Steel. Wir könnten der Brotherhood joinen. Oh. Ihr seid immer noch im War gegen die Ski. Hopeville. Ich weiß gar nicht, wo Hopeville ist. Oh, die Trolle sind wieder aktiv geworden. Ah, die greifen den Nevada-Pakt an. Okay. Das ist schlecht. New Reno wird fallen und die Trolle werden gute Flugzeuge haben. Ja, aber das nächste wäre dann echt. Also nach Caesar hören wir, glaube ich, auf. Das nächste wäre NCR, 80s, alles wegballern und die kleinen Dinger aufscrampen. Das wird einfach nur ewig dauern. New Mariposa wäre der größte Threat. Und selbst die sind kein Threat. Die sind nicht... Die können nur civilized werden, glaube ich, allerhöchstens. Nee, noch nicht mal. Das sind nur Tribes. Wie sie technologisch sowas von Hardcore überlegen. Und sie haben nicht mehr so viele Truppen wie wir. Nicolas Cervantes. Factory Output, 180 Tage, okay. Nicht Avante, Cervantes. Ich weiß, aber schlecht. Komm, nimm schnell die Punkte ein, damit der Caesar nicht kapituliert. Ich weiß nicht, ob ich der Bruderschaft joinen will. I want to murder them all, is the thing. Mit Bruderschaft of Steel, da gehört Mojave dazu. Nein. Milliarden, die spammen uns aber voll. Die können uns nämlich eigentlich gar nicht einfach einladen. Das geht in dieser Mod nicht. Man kann nicht einfach so joinen bei sowas. Es ist sehr strange, dass sie es einfach dürfen jetzt. Hier kommen wir zu richtig guten Crafts. Wo die alle gleich aussehen. Refurbished Tanker. Battle Barge, das ist was ich will. Das ist ein richtig gutes Schiff. Wir haben noch ein bisschen Airplane Reserve. Ist das alles, was wir an Reserves haben? Sind die alle gefallen? Nee, wir haben asozial viele Planes. Wirklich asozial viele Planes. Also wir haben nicht mal Planes wirklich verloren. Aber wahrscheinlich, weil er sie gar nicht richtig einsetzen kann, da er seine ganzen Dings verloren hat. Holt euch den Rest. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall die stärkste Nation on the board. By far die stärkste. Ja, guck mal, hier steht noch einer rum, aber das ist auch vollkommen Wurst. Combat Blimps. Nehmen wir die Rotary Engine noch. Wo wir so Bomber machen können. Ich weiß, ich will euch nicht joinen. Ich meine, ich könnte die Fraktion auch jederzeit verlassen. Dead. Die können sich immer irgendwas zurückziehen, deswegen werden sie overrun. Navajo Nation joined Caesar's Legion. Und da ist Caesar dann. Ich will... Wenn ich Boulder City nehme, können sie nichts anderes mehr haben. I think. Ich versuche ihnen alles wegzunehmen, was irgendwo an der Küste liegt.
Ich habe mehr, ich habe die meisten, oh Gott. Weil wenn ich die Küste nehme, sollten sie nichts davon haben dürfen. Dann sollte es ihnen unmöglich sein, irgendwas zu fordern. Und das wäre natürlich voll in meinem Interesse. Jetzt sollte es unmöglich sein, dass sie irgendwas fordern und alles meins. Außer, dass sie eine Puppe draus machen, was ziemlich scheiße wäre. Da hätte ich gerne Flagstaff. Ja, Flagstaff geht gerade nicht, okay. So in Theory sollte ich jetzt passen können, so viel ich will. Sie können nichts machen. Take all. Whee! Parsing is fun. Done. Goodbye, Caesar. Sie haben ewig Krieg geführt und sie haben nichts. Aber auch nicht ein Stück bekommen. Unlimited fucking power, Leute. Wo? Oh, ich bin da noch nicht fertig mit Masters of War. Das ist aber blöd. As any nation, accept the Dam Busters. Annex Hoover Dam. Unlimited Power kriege ich jetzt echt? Wie viel hat er denn? Wie viel Power gibt er denn? 2089. Naja, Unlimited Power sehe ich anders, Leute. Aber ja, ist auch das erste Mal, dass ich einen Hoover Dam habe. Das erste Mal, dass ich hier in der Richtung überhaupt bin. Was voll gut ist. Oh, die sind noch nicht mal zerstört. Aber was hat die NCA denn die ganze Zeit gemacht? Nichts Sinnvolles zumindest. Guck mal, sogar die Tohono Nation gibt's noch. Caesar hat... Also das war ein komisches Game. Der Kaiser hat nichts getan, die ganze Zeit. Und die NCA genauso wenig. Das sind komische Forces noch, die übrig sind. Navy Bad Results. Shea, haben wir vom Kaiser noch ein bisschen was zerstört. That's it. Ja, für seine Navy hätte ich ihn praktisch als Puppet machen können, aber warum sollte ich? Ganz ehrlich. Meins, alles meins. Es ist so gut. Die Frage ist, wie kriegen wir hier jetzt... Oh, okay, der bringt 168. Das ist schon eine Menge. Der Hoover Dam. Oh, ich kann sogar 72 noch drauf pushen. Krank. Durch Flagstaff. So ungefähr. Da hätten wir jetzt zumindest Supply Lines. Bis an die Front. Mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass ich weiterspiele, Leute. Ich glaube, jetzt beenden wir das Ganze. Wir haben eh überzogen schon wieder. Oh wow, hier ist auch auf 100. Dock City, okay. Cool. Ja. Wir haben überzogen und von daher... reicht jetzt auch, beziehungsweise wir haben ja alles geschafft, es gibt nicht mehr viel. Ja, wir können die NCA noch besiegen, das wird genauso aussehen, die 80s mehr als genauso. Selbst New Mariposa ist kein Threat gegenüber uns. Die können nichts, die haben nichts. Ja, und das ist so noch ein Map-Painting-Tool praktisch. Ja, überall Infrastruktur, danke. Dankeschön. Und so sieht's aus, Leute, wenn man das Spiel breakt, im Endeffekt. Mit... dem Rio Technate, der definitiv größten Nation. Oh mein Gott, die Nation ist so groß. Sie, also der Rest, ist wirklich die Hälfte der Map haben wir fast. Fast, nicht ganz. Hätten wir noch New California Republic, hätten wir definitiv mehr als die Hälfte der Map. Definitiv. Also ich denke, das war super mega erfolgreich. Schreibt mir, was ihr davon denkt. Schreibt mir, was ich als nächstes machen soll. Ich tendiere zur Washington Brotherhood oder den Trollen. Ich denke aber trotzdem eher die Washington Brotherhood. Mal gucken. Vielleicht mache ich es direkt schon im Anschluss irgendwie weiter. Vielleicht nicht. Mal gucken. Schauen wir mal. Also was heißt im Anschluss weiter, ne? Aber so direkt als nächstes. Vielleicht mache ich auch noch ein anderes Projekt vorher. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr drüber denkt, was ihr gerne hättet. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei einem anderen Projekt. Oder bei einem weiteren hiervon. Ich bin euer Gary the Gamerit. Bis dann, Leute. Tschüss.